Seit fast 70 Jahren produziert die BSH Hausgeräte GmbH Küchengeräte am Standort Traunreuth in der Nähe des Chiemsees. Inzwischen kommen hier rund 3.400 Beschäftigte täglich zur Arbeit, in der ländlichen Gegend überwiegend mit dem Auto. Mit einem ganzheitlichen Mobilitätskonzept will die BSH den Verkehr in der Region reduzieren und natürlich auch die Umwelt schonen. Mit der Einführung des Mobilitätsmanagements hier am Standort möchten wir natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern und den Parkdruck, den wir außerhalb vom Werk haben, ein bisschen verringern. Ziel ist es, wegzukommen vom Auto und hin zu unseren Handlungsfeldern wie Fahrradverkehr, Fahrgemeinschaften und öffentlichen Verkehr. In einer werksweiten Mitarbeiterbefragung wurden die Bedürfnisse der Belegschaft erhoben. Erste Konsequenz: die Förderung von Fahrgemeinschaften. Wer als Fahrer mindestens 2 Kollegen mitnimmt, darf direkt vor der Tür parken. Teilweise müssen die Mitarbeiter eine halbe, dreiviertel Stunde im Kreis fahren, bis sie einen Parkplatz gefunden haben. Und mit dem Parkplatz für Fahrgemeinschaften nahe am Werktor, das ist ein Selbstläufer. Das hat sie im Werk rumgesprochen, fährt der vorne hin, parkt, das ist schon super. Ein großer Erfolg. Über 60 Fahrgemeinschaften nutzen bereits die exklusiven Parkplätze. Es ist immer wieder schön, wenn du weißt, in der Früh fährst du her und ist schon ein Parkplatz für dich reserviert. Da sprechen wir uns ab und wir bringen immer ein Auto voll. Das ist eine gute Sache. Doch die BSH hat noch weitere Pläne und wurde hierfür beim Wettbewerb Mobilgewinn ausgezeichnet. Um die Elektromobilität bei uns am Standort und in der Region zu fördern, haben wir vor, dass wir Ladestationen außerhalb und im Werk installieren. Des Weiteren wollen wir einen Werksrufbus testen, der die Mitarbeiter von zu Hause bis zu uns ins Werk bringt. Und zu guter Letzt hätten wir noch vor, dass wir einen autonomen Bus mal testen am Standort, um so den innerbetrieblichen Verkehr weiter zu reduzieren. Im Fokus steht bei der BSH jedoch der sportliche und ökologisch beste Weg zur Arbeit. Und da wollen wir unseren Fahrradabstellplatz, der jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, demnächst erneuern und mit E-Ladestationen für E-Bikes auf den neuesten Stand der Technik bringen. Zufriedene Mitarbeiter und ein interessanter Standort für Nachwuchskräfte. Die BSH tut alles, um auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, gerade in dieser ländlichen Region. Mehr über die Vorteile und Möglichkeiten des Mobilitätsmanagements in Unternehmen erfahren Sie auf www.mobil-gewinnt.de.